Dankeschön und willkommen zurück. So, heute haben wir einiges zu tun. Pierre hat Geburtstag, da weiß ich, dem werde ich einfach was gekocht schenken. Damit habe ich bis jetzt noch nie negative Erfahrungen gemacht. Ich gucke gerade, was ich dem. Ich glaube, ich mache dem hier einen überbackenen Blumenkohl. Oder so. Weil heute ist auch großer Blumenkohl-Erntetag. Wir werden so wird. Nein. Und Blumenkohl bringt ja an die 200. So, dann müssen wir. Auf alle Fälle noch nach der Robin. Was ich auch lustig finde, was ich gerade in meiner Energie lasse. Ernten scheint keine Energie zu kosten. Wow, der Kirschbaum ist fertig. Cool. So. Alter, 58. Nicht schlecht. Oha. Ja, nochmal Kürbisse. Okay. Total, so total random. Knut. Gut, Da kommt vielleicht noch Mehl. Tomaten habe ich auch nicht. Gib mir ein Öl. Also ich könnte. Ich mache hier, ich brauche noch einen Käse. Ich glaube, der dauert noch einen Moment. Deswegen gehe ich jetzt erst zu Robin. Hoffe, dass wir nicht dann von. Mal eben gucken. Noch, ob vielleicht. Ne, schade. Hätte ich endlich mal so einen Spinnraten machen können. Und weil dann schalten wir Schweine frei, dann können wir uns auch noch ein Schwein kaufen. Und wenn wir dann im Sommer sind, müssen wir einen Rotkohl, eine Sonnenblume und einen Mohn anpflanzen. Dann für die Sets mit Freundschaft, die uns noch fehlen.
Hofgebäude errichten. Zack. Gut. Wow, ein Mini-Kühlschrank. Strohboden, Kristallpfad, wow. Trittsteinpfad, oh, sieht bestimmt auch, kennt man auch süß. Steingehweg. Wow, süß. Oh, Batterie habe ich noch gar nicht. Ah, das ist Mauro. Hallo Mauro. Dann halt nicht. So, jetzt gehen wir nach Hause, hoffen, dass der Käse fertig ist. Dann können wir so ein überbackenes Blumenkohlgedöns mit dem den Schenken. Sowas selbstgekochtes mag ja wohl jeder, glaub wohl. Wie lange dauert das denn jetzt wohl noch? Zwei Weißalgen. Ah, da haben wir doch den Käse. Können wir jetzt zwei Bleiche brühen und überbackenen Blumenkohl zweimal machen. Was kommt hier in RTW? Ernsthaft? Das stört mich an meiner Meinung echt, dass hier gefühlt jede Stunde ein RTW oder die Feuerwehr vorbeikommt. Also die Feuerwehr, verstehe ich dies auf dieser Straße, die Straße so 200-300 Meter, da ist da die Feuerwehr. Aber den RTW verstehe ich nicht, weil das Krankenhaus ist eigentlich genau auf der anderen Seite der Innenstadt. Ich bin quasi genau am Rand dieser Innenstadtzirkel, also mit so einer Fußgängerzone und so. Und eigentlich von mir aus gesehen, genau auf der anderen Seite davon ist das Krankenhaus. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Pierre. Ich liebe es. Das Geschäft läuft erschleppend. Seit Julia in der Stadt gekommen ist, das ist schon mit ihrer Auswahl mitzahlen. Ja, und Abigail schenke ich Mayonnaise. Oh. Wow, ich habe gerade erst realisiert, dass es Freitag ist. Ja, hi. Also ich will die Mayo. 13.000, 19.000. Oh. 4 Tage, 7, 6, 6, 5, 10, 4. Kann ich inzwischen eigentlich schon selbst Qualitätsdünger herstellen? Ja, mit einem beliebigen Fisch. Das. Und bei dem Standarddünger brauche ich nur Harz. Ah, ich brauche Kiefern-Tätigen. Hier, ja. Gut.
Dann gehen wir jetzt mal eben. So, und wer hat. Morgen hat Emily Geburtstag. Der nächste Geburtstag, Ja, ich brenne daneben. Tintenfisch. Du sollst mir Rezepte verkaufen. Aber ich glaube, Emily, die ist ja so eine, die schneidert. Näht halt viel. Ich glaube, ich schenke da einfach die Wolle. Ich kann die zwar nicht zu Stoff machen. Ich glaube, Stoff wäre. Ein Iridium, ein Schattenei. Alter, für 10.000 sogar so einen geilen Iridium sprengt. Aber dann müsste ich mein ganzes Feld umbauen. Nee, nee, lass mal. Bin mit denen. Gut, dann will ich noch mal. Oder? Also Qualitätsdünger ist halt schon besser. Aber für einen Dünger, einen Fischer kriege ich dann, keine Ahnung, so fünf Dünger raus. Das wäre ja schon echt. Hardcore. Hallo, Jui. Also ich werde jetzt mal hier ein bisschen angeln. Um einfach ein paar herstellen zu können. Ich weiß halt nicht, wie viel besser es geschieht. Qualitätsdünger als Standarddünger. Aber so 30% besser. So, jetzt habe ich ein paar Fische und so eine Sardelle bringt ja auch kaum Geld. Oh, aber in der besten Qualität. Alter, die haben alle gut. Egal. Die werden zu Dünger gemacht. Aber da fällt mir eigentlich auch noch ein Buntbarsch. Ich angel noch mal ein, zwei Fische. Und ich weiß, es ist ein Meer. Oha, Elliot. Die frische Luft des Tals ist gut für Körper und Verstand, ja. Aber ich weiß, da, das ist bestimmt ein Herbst- oder ein Sommerfisch. Oder ein Fisch bei Regen. Ja, bei Regen habe ich auch schon länger nicht geangelt. Mein Hattun. Eine Flunder. Oder? Stimmt, ich brauche ja auch noch einen Meerfisch. Weil ich habe.
Oder? Ich kann mich natürlich auch nicht daran erinnern, wie viel ich diesen Frühling schon geangelt habe. Das kann ja auch ein, aber ein Buntbarsch ist doch kein Nachtfisch. Ist denn ja ein Ozeanfisch bunten? Keine Ahnung. Ich kann ja morgen mal einen Angeltag machen. Ja, oder vielleicht ein Regenfisch. Eigentlich das Wichtigste ist, dass die Emily morgen Geburtstag hat. Wir werden der die Wolle schicken. Oder den Stoff. Vielleicht wir morgen früh auch Baumteer, dann können wir die Wolle einpacken. Was ist das hier eigentlich? Nur so eine dekorative Vase. Ja. Dann werde ich hier alles mit Mais verklatschen und draußen auch alles mit Mais. Weil Mais, noch einen Diamanten. Haben wir noch welche? Also komm, wir haben noch 5 Diamanten, den verkaufe ich. Ich weiß halt auch gar nicht, ob man Diamanten für irgendein Rezept braucht. So, das kommt weg, das, ne? Ah ne, ich wollte. Ich wollte doch Qualitätsdünger damit herstellen. Ich glaube, dass das nicht wert ist. Ich glaube, da kann ich lieber auf den verbessert die Chancen des Bodens, was die Produkte auf. Oh. Ich glaube, ich bleib beim Standard, weil. Und das. Gehört in die Recycle-Maschine. Und wir gehören jetzt ins Bett. So, wie gesagt, morgen erstmal das Daily Hofgeschäft. Dann zu Emily die Wolle bringen. Und dann noch angeln. Ja, irgendwie so. Hier, das Rezept für mein berühmtes Blabbertörtchen. Verrate es niemandem. Es gibt nur dir, weil es so gute Freunde sind. Geil. Blabbertörtchen. Brauche ich Blaubeeren für. Blaubeere, Weizen.
mir nicht das Rezept für Sashimi geben können, aber das ist bestimmt so, weil ich jetzt geguckt hatte, dass ist das, glaube ich, einfach nur irgendwie was mit Fisch. Boah, wie direkt. Na, dann kriegt die nur Wolle. Ja, jetzt sind's. Nochmal Wolle. Was hat die Frage, wie wertvoll ist Stoff? Macht es jetzt Sinn? Wow, halt. Das ist jetzt sinnvoll. Ich habe hier auch noch eine. So, super. Das hier rein. Also, das wäre zumindest für mich logisch, wenn das ein gutes Geschenk für die wäre. Die wird zu Hause sein. Wie weit bin ich denn mit der befreundet? 2, 4, 5 Herzen. Happy Birthday, Emily! Du hast ja meinen Geburtstag erinnert, das freut mich, danke. Okay. Alter. Ich gehe, glaube ich, noch mal rein, raus. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt eine Zwischenzukunft kriegen, wenn ich jetzt wieder reinkomme. Ja. Komm mal rein, Basen. Ich möchte dir etwas zeigen. Ich habe mein geheimes Hobby. Ich habe. Hä? Es ist mein geheimes Hobby. Ich habe monatelang geübt. Setz dich hin, entspann dich und lass dich zu meinem besseren Ort mitreißen, okay? Hilfe, Hilfe. Will jetzt für mich strippen?
Party. Du, 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 du. Du, 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 du. Oha, sie hat Bein gezeigt. Emily. Ich bin verheiratet. Oh. Alter, die checkt richtig gut richtig mit dem Ass und ihr Bein zeigen. Wo kam da Herzchen und Alien-Gesicht? Auf was für einen Trip bin ich? Was hat die mir gegeben? Okay, wow, ich bin ein bisschen okay, langsames Klatschen. Dank dir. Okay, uff. Das war ein ganz schönes Training. Okay. Ich war nicht mehr so verschwitzt, als ich bei Epigales Fiesta Abschlussfeier die Pfefferplatte bestellt hatte. Und ich sollte mich wohl besser duschen. Danke fürs Zuschauen. Ja, ich weiß zwar nicht, was das jetzt genau war. Okay, hi Sam. Oh, mir ist nur gerade eingefallen, dass ich meine Oma anrufen sollte. Ich werde dieses Gummiband tragen, um mich daran zu erinnern. Ich brauche dieses kleine Hinweis, sonst vergesse ich manche Dinge komplett. Boah, Sam ist halt auch echt ein Knuffiger. Ich bereue es echt, dass ich Alex genommen habe. Sam wäre auch süß gewesen, bestimmt. So. Herr Vincent, ich wollte mit dir sprechen. Frau Penny möchte, dass ich jede Woche ein Buch lese. Wenigstens lässt sie mich manchmal eins aussuchen. Hallo Kent, wo warst du denn schon so früh? Judy sagt mir, dass du wirklich ein Teil dieser Gemeinschaft geworden bist. Ich bin froh, das zu hören. Ja. Wenn du ein Blowy willst, sag Bescheid. So. Dann würde ich jetzt sagen, angeln wir mal ein bisschen. Weil ich sage, ich wollte eben nochmal erst hier alles einsammeln. Falls hier was ist. Ich bin mal gespannt, wann ich endlich. Wer sind Freunde? Fehlt nämlich nicht mehr viel, dann habe ich mit Elliot 2. Ach, ich habe so mit Kent. Elliot 2 Marua, so. Ich müsste eigentlich Linus noch ein Geschenk bringen. Heute, ich glaube, das mache ich auch. Und hier scheint nichts zu liegen. Ich glaube, ich bringe dem einfach was Leckeres zu essen. Hallo Elliot. Du würdest es in meiner Hütte vermutlich nicht sonderlich mögen. Es ist dunkel und voller Spinnen. Jetzt vielleicht zwei Herzen mit ihm? Ah. Doch, ich bin zwei Herzen. Kann ich jetzt in die Hütte? Ja! Hä, ist doch voll knuffig. Oh mein Gott, er hat ein Klavier. Okay, was haben wir hier? Leeres Buch. Ein leerer Nachttisch.
Scheint, als würde er jetzt versuchen, ein Bonsai-Bäumchen wachsen lassen. Sieht bisher cool aus. Das ist ein Gemälde von Lea. Und er hat, ja, zwischen den beiden läuft ja auch was. Elias Schreibtisch voller Nuancen und zerknüllter Papier. Ja, aber ist doch voll knuffig, die Silte. Mini-Palme. Okay, aus der Wüste. Geil. Was für ein Timing. Dann bringe ich Linus was. Und dem blöden Arzt. Kann ich dem blöden Arzt noch was geben diese Woche? Ja. Mit dem habe ich auch. Das sind meine beiden Linus und dem Arzt bringe ich mal eben Essen. So Pfannkuchen oder so. Hier so ein Matrosenzähler kriegt Linus ein Omelette. Fehlt mir eine beliebige Milch, habe ich nicht mehr. E-Tank. Mit Seetank. Habe ich vielleicht doch noch eine Mühle? Oder soll ich dem. Ich glaube, ich schenke dem Handwerker und dem Arzt einen Käse oder so. Ah, ich kann jetzt. Habe ich noch. Ich habe natürlich kein Blumenkohl aufbewahrt. Auch eine Milch. Grünalge, Weißalge, Omelette. Aubergine habe ich leider auch nicht. Sardine habe ich auch nicht. Zug habe ich auch nicht. Wurz habe ich auch nicht. Komm, der kriegt so einen goldenen Käse. Der Arzt. Und Linus kriegt so einen geilen Matrosenkiller. Was steht da? Dies wird dich in der kalten. Ja, guck mal. In der kalten Meeressuppe warm halten. Das ist doch perfekt für den. Oh, Haley, ich habe eine Blume für dich. Schock für mich, danke, ja bitte. Oh, Penny kriegt auch noch mal ein Blümchen. Danke, sieht nett aus. Ja, habe ich hier vor 4 Meter gefunden. Ist halt solche Geschenke, sind halt das Einfachste, sich bei den. Ich glaube, Robin kriegt auch nochmal ein Blümchen. Wo die. Ich schätze, sie ist nicht so die Blumenlady. Aber. Es wird wohl okay sein. Sie ist natürlich nicht in ihrem Geschäft. Die Samstags vielleicht Robix. Bastian? Mack? Oder doch nicht in seinem Zimmer. Dimi, Dingsda-Bumster? Magst du Blume? Das ist sehr aufmerksam von dir. Oh. Mal sehen, wenn Verbindungen in der Rhizosphäre genügend Carbon 13 enthalten. Dann. Oh, tut mir leid, ich habe gerade über ein paar Daten nachgedacht und dich gar nicht bemerkt. Hier, ich will dich auch mit. Das ist sehr. So. Einen Matrosenteller für Linus. Der sollte ja an seinem Feuer stehen. Jupp. Hey. Das ist wundervoll. Du hast meinen Tag wirklich
Oh, das macht, mochte der. Weißt du, ich bin glücklich allein. Perfekt, jetzt habe ich doch. Boah, fast zwei Herzen bei dem. Ich brauche keine neuen Freunde. Jupp. Sehr, sehr, sehr gut. Demidus hatte ich, glaube ich, drei aktuell. Ja, zwei. Also, Jazz. Ja, das ist die Doofe von der aus der Wüste. Das wird Ewigkeiten dauern, weil ich in die Wüste nicht. Ich wüsste nicht, wieso ich noch groß die Wüste will, wenn diese Mine, die da ist, hat, ist unendlich tief. Aber ich glaube, ich muss da rein wegen Iridium. Mauro. Ein Käse. Das ist ein super Geschenk. Dank dir. Ja, geil. Alle Chickas. Weil mit der bin ich auch noch richtig schlecht. Jetzt habe ich gerade zwei Herzen mit Mauro. So, wo ist bloß der Arzt? Klinik hat ja jetzt schon geschlossen. Sonst halt morgen. Blaue Dann Kent, ich schenke dir mit dir dich feierlichen Käse und Lea kriegt ne Dings und Kuss kriegt ne. Guck mal, ich verschenke hier alles. Nimm mich doch hier mit den Leuten gut. Ach du meine, bist du sicher? Ah, kann ich etwas bringen? Ich habe noch einen Ziegenkäse. Oh, den Ziegenkäse schenke ich meiner Schwiegermutter. Bestimmt dann auch. Da freut die sich doch bestimmt auch drüber. Jetzt kommt hier die. So. Blöde. Hallo, Evelyn. Ach du mein, das sieht ja wundervoll aus. Das ist sehr lieb von dir. Ich mochte es immer sehr, die Wolken zu betrachten, aber heute. Heutzutage habe ich Probleme, sie zu sehen. Drei Herzen. Ja, also den Zweck verstehe ich ja noch gar nicht. Nochmal durch die Mine streifen. Gut. Oh, ich wollte doch noch angeln heute ein bisschen. Jetzt mache ich noch, kann ich noch ein, zwei Fische mehr machen. Dann kann ich direkt gegenprüfen, weil ich ja schon vermute, dass dieser Buntbarsch vielleicht Nacktfisch ist. Perfekt. Ein Hering. Vielleicht kann ich ja auch so noch mal ein paar Rezepte freischalten. Schon wieder eine Flunder. Alter. Iridium-Qualität. Ne? Ein Hering. Iridium-Qualität. Bringt nochmal gut ein paar Münzen. Aber kein Buntbarsch. Oh, das ärgert mich jetzt. Den muss ich bestimmt auch beim Regen
Ach, neuer Heilbutrikot. Alter, auch Iridium. Ich wurde langsam echt gut im Angeln. Vergessen. Ich war gerade so. Ich war noch bei. Ich bin so gut im Angeln. Deswegen habe ich nicht gedrückt. Erfassen. So, ein noch. Doch nochmal ein goldener Heilbutt. Ich könnte mir vorstellen, dass das einfach kein Früh, dass ich den einfach im Frühling nicht fangen kann. Ja, wir probieren das weiter. Probieren es weiter. Angst steht, wieso ist wieso heftig? Wie weit, also ich weiß, habe keine Ahnung, wie weit ich das ein guter Fortschritt ist. Ne, ich verkaufe die. Ach komm, auch weg. Gibt ab ins Bettchen. Und das war's auch schon wieder dann mit der heutigen Folge. So schnell geht das immer. Und das, obwohl. Die Fische haben echt nicht viel gebracht, obwohl das 41 Minuten waren. Ja. So 2 Tage. Wenn man die wirklich beide voll ausschöpft, gute 20 Minuten. Mal echt überlegen, ob man jeden Tag eine Folge macht. Aber wenn da nicht viel zu tun ist, könnte das auch zu kurz werden. Egal, lieber so ein bisschen längere Folgen, glaube ich, mit mehr Fortschritt als. Wo ich bin, wieso ganz ehrlich, wenn wir dann bald das Gemeinschaftszentrum fertig haben, alle Tiere haben, die Mine ist durch, die Dings, die andere komische Höhle ist durch. Viel kommt dann da ja nicht mehr. Nicht, dass wir bald schon durch sind, aber so ein Spiel wie Stardew Valley kann man ja eigentlich nicht durch sein. Aber egal, wir schauen mal. So. Wie gesagt, wir sehen uns auf alle Fälle in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.